Hallo, willkommen zu Drehmoment. Ich stehe hier neben einem Audi Q4 e-tron. Audis Einstieg in die Kompaktklasse bei den Elektrofahrzeugen. Also es gibt da ja drei Versionen, den 35, den 40 und den 50. Ich habe hier heute bekommen einen Sportback 50. Das ist dann die Allradvariante, die bei Audi Quattro heißt, in Geysirblau. Ein Rundgang ums Auto habe ich ja im Studio schon mal gemacht. Ich verlinke noch mal zu dem Video. Heute geht es ums Fahren. Raus mit dem Wagen. Und ich stehe hier an einem Hafen an der Ostseeküste. Und wir fahren jetzt mal über die Landstraßen und vorbei an den Rapsfeldern. Man fragt sich so ein bisschen, warum denn 35, 40 und 50? Also warum fängt man mit so einer krummen Zahl an, 35, warum nicht 30, 40, 50? Und da musste ich selber mal nachgucken. Audi hat bei den Typenbezeichnungen was umgestellt. Früher war es ja so, dass die Zahl, die da dran war, sagte irgendwas über die Motorleistung, in der Regel über den Hubraum aus. Das ist natürlich schwierig geworden in einer Zeit, wo es Hybridmodelle, batterieelektrische Autos gibt, das so zu machen. Tesla ist ja damit angefangen, die haben dann die Batteriegröße am Anfang angegeben. Dann gab es dann 85 oder 90 D, D für Dual, also Allradantrieb. Und Audi hat das eingeteilt in so Klassen, in Gruppen von 30, 35 und so weiter bis hoch 70. Das wäre dann eine Motorleistung von über 400 kW. Also eigentlich müsste der Audi e-tron GT 70 heißen. Aber den Zusatz hat er nicht. Also so ganz konsequent und durchgängig macht Audi es da an der Stelle auch nicht. Und der hier hat, der 50er hat, blend's ein, 220 kW Motorleistung. Also bei diesen drei Modellen, zwei Batteriegrößen, gibt es irre vielen Zahlen. Ich habe versucht, sie auswendig zu lernen. Ich bin gescheitert. Seht es mir bitte nach. Ich versuche, etliches zu nennen. Vielleicht vertue ich mich. Ich werde aber auf alle Fälle die richtigen Zahlen einblenden. Ja, also das ist der Einstieg in den elektrischen Massenmarkt für Audi mit diesem Kompaktfahrzeug. Im Sommer werden erstmal die SUV-Formate, die klassischen SUV-Bauform ausgeliefert und im Herbst folgt dann die sportliche Sportback-Variante, die hat ja diesen langen gezogenen Coupé-artigen Dachlinie. Und los geht's bei 41.900 Euro für das 35er Modell. Die jeweiligen Sportback-Varianten kosten dann immer 2.000 Euro extra und dann gibt es natürlich noch verschiedene Ausstattungslinien. Also ich sitze hier beispielsweise in einer S-Line und in einem der Erstmodelle. Also da kommen dann ja auch alle möglichen optionalen Kosten dazu. Was sehr Spannendes ist, dass, obwohl dieser Wagen in Kompaktsegment gehört, startet hier eine technische Neuheit, nämlich ein Augmented Reality Head-Up Display. Das heißt, man hat ein Head-Up Display, wo unten im Statusbereich einem aktuelle Tempo-Navi-Anzeige, erlaubtes Tempo angezeigt wird und da drüber in einem größeren AR-Bereich dann nochmal Richtungsanzeigen, Straßennamen, eine Zielflagge, was auch immer es da sich so anbietet, dass man im Sichtfeld hat. Ich versuche es mit der GoPro mitzufilmen, aber das ist halt das Dilemma bei Head-Up-Displays, bei dieser Projektion. Die auf Film zu bannen, ist irre schwer. Vielleicht muss ich mich da auch nochmal beim PR-Material, bei der Animation von Audi irgendwie bedienen. Ich weiß nicht genau, ob es funktioniert. Ich probiere es mal. Ich lasse es mal mitlaufen. Ich habe eine Navigation eingestellt. Mal sehen, ob wir was zu sehen bekommen. So, der Audi ist jetzt nicht der Erste, der ein AR-Head-Up-Display anbietet. Also Mercedes hat das in der S-Klasse bzw. EQS-Klasse auch schon. Wobei das, was ich gesehen habe, spielt dann eher auf dem Bildschirm und nicht in der Projektion. Aber innerhalb des VW-Konzerns bietet das die ID-Reihe im ID3 und ID4 auch schnell optional an. Und ab einer gewissen Software-Update, ich bin jetzt nicht ganz sicher, welche Version, ist es dann auch freigeschaltet und da funktioniert es auch. Und ich habe mir in dem ersten Video, das ich schon erwähnt habe, im Studio dieses Thema AR sehr genau und diesen Aktuator, also diesen Projektionskasten, der hier vorne im Armaturenbrett ist, schon mal genauer angeguckt. Und das ist wirklich sehr, sehr faszinierende Technik. Denn es wirkt so, als ob der Statusbereich für mich so in 3 Meter Entfernung über der Fahrbahn schwebt und die AR-Elemente, die blauen Pfeile, Audi nennt sie die Drohne, die sind so gefühlt in
10 Meter Entfernung. Und Audi sagt, mein Sichtfeld hat eine Diagonale, als ob ich vor einem 70 Zoll Monitor sitzen würde. Ich kann also am Anfang, wenn ich mich reinsetze, die Höhe einstellen der Projektion und dann sehe ich auch die vier weißen Ecken des Projektionsfläche und weiß, bis wohin projiziert wird. Und jetzt wird der erste Gedanke sein, dass Leute sagen, ach, brauche ich nicht, nervt nur so. Audi geht da sehr zurückhaltend an, was das Einblenden von Augmented Reality Elementen angeht. Also wirklich nur, wenn es nötig ist, dass ich abbiegen muss, sehe ich einen Pfeil. Wenn ich am Ziel ankomme, sehe ich die Zielflagge auf der Straße. Weitere Elemente sind, wenn ich die Assistenten nutze, also den Tempomaten, Abstandstempomaten, dann legt das System einen grünen Pfeil an das Heck oder vielmehr an die Hinterräder des Vorausfahrenden und ich sehe, okay, das ist aktiviert, das funktioniert. Ich sehe über Symbole, was ich einstelle als Entfernung, welche Stufe ich da einstelle. Und wenn der Fahrbahn, Spurhalteassistent aktiviert ist, sehe ich einen roten Pfeil, falls ich über die Linie oder zu nah an die Linie komme. Aber auch nur dann. Also es ist wirklich situationskontextbezogen. Es wirkt nicht überladen und zu viel, sondern genau dann, wenn ich die Informationen brauche und wenn sie für mich relevant ist, sehe ich sie. Und diese Drohne, also der Richtungspfeil, der beginnt erst sehr, sehr klein. Und wird dann, je näher ich zum Punkt komme, wo ich abbiegen muss, immer größer. Und sowas ist natürlich irgendwie extrem praktisch in einer Stadt, wo alle 50 Meter eine Querstraße ist. Und wenn das Navi dann sagt, so in 80 Metern abbiegen, war ich immer so, was sind jetzt 80 Meter? Ist es die oder die nächste? Da war ich oft verwirrt. Und dieses Ding ist nun wirklich idiotensicher, weil nun die Drohne genau, dieser Pfeil genau dann über der Straßenmündung steht und ich weiß, wo ich abbiegen muss. Im Idealfall sehe ich sogar den Straßennamen. Ich hatte den Fall jetzt hier, es ist frühlingshaftes Aprilwetter, obwohl wir schon Mai haben. Es regnet, es gibt Sonne, alles dabei. Wenn die Sonne sehr schön lacht, ist das schön, aber dann habe ich ein bisschen ein Problem, das zu erkennen. Vor allem die blaue Drohne war dann schwer zu, oder blaue Pfeil war dann schwer zu erkennen. Also beim Folgen des Vorausfahrenden, die grüne Strich, die roten Elemente sehr gut zu sehen, auch bei hellem, sehr hellem Licht. Das blaue Element verschwindet dann ab und zu mal, ist nicht sichtbar. Und ich hatte dann natürlich Zufall, natürlich auch noch irgendwie ein LKW, der blau war. Also da drin war sie dann komplett, war die Richtungsanzeige komplett verschwunden. Aber man arbeitet da mit zwei Projektionen, also es ist ein TFT-Display verbaut. Von Lichtquelle von hinten, sehr stark, scheint da nochmal durch. Wirft dann über mehrere Spiegel das auf einen konkaven Spiegel, der es in die Scheibe projiziert und dann für mich reflektiert, so als ob es über der Fahrbahn schwebt. Und das ist ein sehr lichtstarkes Element. Ich blende den Wert auch nochmal ein, sodass man auch bei Tageslicht was sehen sollte. Aber es funktioniert halt deutlich besser, wenn ein leicht bedeckter Himmel ist, wenn es ja, ein bisschen dunkler ist. Also faszinierend bei dieser Head-Up-Unit sind zwei Aspekte, über die man im täglichen Leben nie nachdenken würde, die einem wahrscheinlich auch nicht auffallen würden. Ja, doch, wenn sie nicht wären, würden sie einem auffallen. Aber sie fallen einem jetzt nicht auf, weil es so gut gemacht ist. Und zwar ist ja der Projektor fest mit dem Fahrzeug, also der Karosserie, verbunden. Wenn es jetzt also Schlaglöcher, Unebenheiten gibt und die Karosserie schwankt, würde die Projektion auch schwanken. Es würde die ganze Zeit wippen. So, jetzt gibt es aber einen Sensor, der direkt auf dem Chip ist, wo die Recheneinheit ist, wo die ganze Berechnung der Projektion stattfindet. Und der kriegt sofort mit, dass die Karosserie sich anhebt oder neigt. Und der errechnet eine Korrektur, sodass dieses Bild immer ruhig auf der Straße liegt. Da ist wirklich kein Gewackel drin. Und ein zweiter Aspekt ist, es gibt eine gewisse Latenz von der Datenerfassung bis zur Verarbeitung. Also hier arbeiten ja GPS-Antenne, Kamera, Radar, die Drehzahlsensoren in der vorderen Heckachse, das ESC-System. Sie alle liefern Daten für die Berechnung der eigenen Position und der Position des Vorausfahrenden oder der anderen Verkehrsteilnehmer. Und dieses Aggregieren der Daten, da muss auch eine sogenannte Datenfusion erstmal stattfinden, weil die Sensoren natürlich in unterschiedlichen Taktraten
ihre Signale liefern. Da muss sozusagen ein Timecode erstmal in die richtige Reihenfolge gebracht werden, dass man sieht, okay, was passt jetzt zueinander, was gehört zueinander, was wurde wann erfasst und welches Signal hat welche Qualität. Also in manchen Dingen ist die Kamera einfach besser. Eine Kamera erkennt extrem gut, ist das ein LKW oder ein Fußgänger. Radar hat wieder den Vorteil, erkennt sozusagen die Bewegungsrichtung besser. Also jeder Sensor hat also seine Vorteile und dann findet eine Fusion, eine Gewichtung der Daten statt. Und dann wird berechnet, was projiziert werden muss und wann es projiziert werden muss und dann geht es auf den Projektor. Und dieser ganze Prozess von der Datenerfassung, Sichten und Sortieren und Berechnen vergehen 200 Millisekunden, also 0,2 Sekunden. Wenn ich jetzt also einen Vorausfahrenden habe und ich habe den Abstandstempomaten an und ich sehe den grünen Balken für meinen Abstand, den ich erhalten will, und der Vorausfahrende wechselt jetzt die Spur, würde diese Projektion 200 Millisekunden hinterher hinken. Also sie würde diesem Wagen so langsam folgen. Und das sehe doof aus. Das fände jeder blöd und würde sagen, wieso erkennt das System das nicht? Was jetzt hier passiert ist, die Systeme berechnen 200 Millisekunden in die Zukunft. Sie überlegen sich, okay, wo kann der vorne hinfahren, nach links oder rechts, was ist wahrscheinlich? Wie wird er sich bewegen? Und diese ganze Berechnung der Projektion greift 0,2 Sekunden voraus, blickt sozusagen in die Zukunft. Und das klappt erstaunlich gut und es ist wirklich angenehm. Darum sage ich ja, man würde nie drüber nachdenken, weil es fällt einem nicht auf, weil die Projektion so perfekt auf dem Heck des Vorausfahrenden liegt oder an den Hinterrädern des Vorausfahrenden liegt und das wirklich Spaß macht zu nutzen. Ich bin ja großer Freund der Assistenten und hier ist ein prädiktiver Fahrassistent drin. Also es ist so, dass da das Navi eine Rolle spielt, also die Kartendaten, er weiß wann, wo, welches Tempo ist, er kennt die Topografie. Also das heißt, er kann sehr vorausschauend fahren. Also er weiß, demnächst geht es von 100 runter irgendwie auf Tempo 70, kann das anpassen, kann, wenn ein Ort zu Ende ist, selbstständig dann halt das Tempo wieder erhöhen, weil er weiß, Landstraße darf ich 100 fahren, auch selbst wenn da kein Schild ist. Das gefällt mir extrem gut und es funktioniert auch in der Stadt so, dass wenn ich anhalten muss, dieser Assistent weiter anbleibt, noch für einige Sekunden und dann selber wieder anfährt. Das macht einen sehr, sehr guten Eindruck und es sorgt natürlich für einen sehr schonenden Umgang mit der Energie, weil er dadurch, dass er weiß, da kommt eine sehr scharfe Kurve, da muss derjenige bremsen oder da ist ein Tempolimit, kann er schon sehr früh vom Fahrpedal quasi gehen und rekuperieren. Ja, und rekuperieren ist auch ein spannendes Thema bei Audi. Also immer, wenn ich mich mit Audi-Ingenieuren unterhalte, dann sind die gar nicht so große Fans davon, vom großartig starken Rekuperieren. Sie sagen, das Effektivste ist also im Grunde segeln, rollen lassen. Und darum ist das jetzt hier drin so gelöst, dass die Rekuperation erstmal automatisch geschieht. Also dass auch bei diesem Fahren mit Assistenten er dann eher segelt und nur, wenn es wirklich nötig ist, die Motorbremse. Und da macht hauptsächlich der Motor im Heck die Arbeit. Langsam den Wagen sanft verzögert, nicht zu hektisch verzögert und dann rekuperiert, also aus Bewegungsenergie nochmal elektrische Energie gewinnt. Wenn mich das stören sollte, kann ich hier am Lenkrad an den Wippen, die ich hier links und rechts habe, meine Rekuperationsleistung nochmal einstellen. In den drei verschiedenen Stufen gibt es verschiedene Verzögerungswirkungen, die blenden dich nochmal ein und auch eine Maximalleistung, was an elektrischer Energie zurückgewonnen werden kann. Für Leute, die Freunde des One-Pedal-Drive sind, die muss ich enttäuschen. Das gibt's hier nicht. Also One-Pedal-Drive bedeutet ja, die Rekuperation ist so stark, dass wenn ich den Fuß vom Fahrpedal nehme, die Verzögerung so stark ist, dass ich eigentlich bis zu einem Stopp komme. Also der Wagen stoppt nicht sofort, sondern langsam, sanft rollt er aus, wird gebremst und kommt zu einem vollständigen Stopp. Das ist beim Fahren in der Stadt, wo man ja viele Stops an Ampeln hat, finde ich sehr praktisch, sehr komfortabel. Also man weiß, wann der Wagen aus oder wie lange er braucht zum Ausrollen, kriegt man es hin, den Wagen zu fahren mit nur einem Pedal und einem Fuß. Und wer faul ist, der weiß das dann irgendwann zu schätzen und das ist dann sehr, sehr angenehm. So, das ist hier in den e-Trons anders. Da muss man dann doch nochmal bremsen oder halt den Assistenten nutzen. Also wenn noch jemand vor einem ist, stoppt der natürlich auch an der Ampel. Aber es gibt halt keinen One-Pedal-Drive. So ein Wagen ist ja nicht ganz so leicht. Ich bin davon ausgegangen, dass der Wagen hier über 2 Tonnen wiegt. Aber der kleine, der 35er, wiegt so rund 1900 Kilo. 40er und 50er, die beiden wiegen schon über 2 Tonnen. Ja, die kleine Batterie wiegt 350 Kilo und die große bringt 500 Kilo auf die Waage.
Was ganz interessant ist, die Sportback-Varianten sind so zwischen 5 und 25 Kilo schwerer als die SUV-Version, aber trotzdem schaffen sie so bummelig grob um die 10 Kilometer mehr bei der Reichweite. Ja, und das liegt natürlich an der Aerodynamik. Also dieser geschwungene Bogen und dieser Heckspoiler, den zeige ich auch nochmal, sorgen für einen besseren aerodynamischen Wert. Also CW-Wert liegt beim SUV bei 0,28 und beim Sportback bei 0,26. Und daher kommt man halt ein paar Kilometer mit dem Sportback weiter. Dafür büßt man ein bisschen Stauraum ein, wenn man die Sitzbank umklappt. Also im nicht umgeklappten Zustand ist der Kofferraum im Sportback sogar ein bisschen größer hier. Und er verliert ein bisschen, wenn es umgeklappt ist, weil natürlich durch das schneller absinkende Dach weniger Fläche zur Verfügung steht. Ja, der SUV hat ein Stauraumvolumen von 520 Litern. Und Audi ist besonders stolz drauf, wie viel Stauraum sie hier noch geschaffen haben. Insgesamt 25 Liter in Ablagefächern in der Mittelkonsole. Hier unten wird induktiv in der Ablage mein Smartphone geladen. Und hier in den Seiten, in den Türen, gibt es bei Fahrer und Beifahrer eine Ablage, wo nochmal meine Wasserflasche problemlos drin verschwindet. Also das ist wirklich klasse gemacht. Was ich bei Audi ja sonst sehr zu schätzen weiß, ist, dass es unter der Fronthaube immer noch eine Ablage gibt und wo man das Ladekabel oder so reinkriegt. Das ist hier im Q4 e-tron anders. Also wenn man die Klappe öffnet, schaut man auf ganz viel Technik. Da war irgendwie kein Raum mehr für eine Ablage. Halt auch sowas wie dieses Augmented Reality Head-Up Display. Der Baukasten braucht relativ viel Raum und Platz. Da war nichts zu wollen. So, in meinem Heck arbeitet ein permanent Synchronmotor, der wiegt so rund 90 Kilo. Ja, was bedeutet das jetzt? Also permanent bedeutet, dass in dem Motor ein Dauermagnet ist, der ein Magnetfeld erzeugt im Rotor, und drumherum sind Spulen, die ein zweites Feld erzeugen, die sich gegenseitig abstoßen und dadurch der Rotor anfängt zu drehen. Und das macht er synchron, daher der Name. Er macht es in der gleichen Drehzahl, wie sich das Magnetfeld dreht, dreht sich halt auch der Rotor. Und Audi nutzt hier eine Hairpin-Technologie, und das bezieht sich auf die Kupferspulen, die da drin sind. Die bestehen nicht aus runden, gewickelten Drähten, sondern das sind rechteckige Kupferdrähte. Und die sind so geformt und geflochten, dass sie so ein bisschen aussehen wie eine Haarnadel, eine Hairpin. Und das sorgt dafür, dass man mehr Kupfer in den Elektromotor bekommt, dadurch eine höhere Leistung, Energiedichte erzeugen kann und effizienter fährt. Also es ist sowieso beim Fahren hier, dass hauptsächlich der Heckmotor die meiste Arbeit macht. Der bringt mich erstmal voran, und auch wenn ich jetzt hier so über die Landstraße cruise, ist nur der Heckmotor aktiv. Lediglich, wenn ich sehr sportlich unterwegs bin, beschleunige, wenn ich auf unebenem Grund unterwegs bin, im Winter, Eis und Schnee, dann schaltet sich der Frontmotor dazu und ich habe wirklich Allradantrieb. Das ist natürlich auch eine Effizienz-, Verbrauchsfrage. Also wenn da dauerhaft beide arbeiten würden, würde man halt auch diese Reichweite von 488 Kilometern nicht hinbekommen. So, und vorne arbeitet der andere Motortyp, den es noch gibt in Elektroautos, nämlich der Asynchronmotor. Der hat keinen eigenen Magneten, sondern Rotor und Stator bestehen aus Kupferspulen, die jeweils mit elektrischer Energie induziert ein Magnetfeld entsteht. Und auch diese beiden Magnetfelder stoßen sich ab. Und die drehen dann aber nicht, wie der Name schon sagt, synchron, sondern asynchron. Der Rotor schleppt so ein bisschen hinterher dem drehenden Magnetfeld. Also ich hatte als Kind mal so ein Spielzeug, so eine Windmühle, das über so ein Gummiband mit so einem Drehkurbel angetrieben wurde. Wenn man diese Drehkurbel beginnt zu drehen, dauert es ein bisschen, bis das Gummiband die Kraft überträgt und die Windmühle sich dreht. Da ist so ein leichter Verzug drin. Und das ist beim asynchronen Motor ähnlich. Der hat aber den Vorteil, dass wenn ich jetzt einfach rolle oder segel, er fast keine Schleppverluste erzeugt, also kein Magnetfeld, oder die Drehbewegung, keine elektrische Energie induziert in die Spulen. Und von daher er einfach jetzt mitrollt, nicht weiter, sag mal, stört. Er muss ja auch gar nicht unterstützen, das macht ja nur der Heckmotor. Und auch die ganze Rekuperation, die findet ja dann im Heckmotor statt, die Bremse. Da gibt es ja drei verschiedene
Stufen und das macht alles der Permanent-Synchronmotor. Ja, und hören tut man beide so gut wie gar nicht. Also jetzt hier auf der Landstraße schon mal gar nicht, aber auch in der Stadt oder langsamer Fahrt habe ich nichts von beiden hören können. Also wenn man sehr langsam unterwegs ist, hört man ja nur so ein bisschen dieses Avas-Geräusch. Das ist ja vorgeschrieben, dieses Pflichtgeräusch, was man außen hören muss bis 30 km/h, damit Fußgänger sich nicht erschrecken, wenn man auf einmal hinter ihnen auftaucht. So, und selbst wenn man dann so ein bisschen zwischen 30 und 70 fährt, nichts zu hören. Und das liegt an einer sehr guten Geräuschdämmung, die Audi hier in diesem Auto verbaut hat. Also da wurde mit Schäumen und Dämmmatten und Dämmmaterialien gearbeitet, so dass im Innenraum wenig zu hören ist. Und da ist der Motor noch das kleinste Problem. Meistens sind es ja eher dann Windgeräusche von außen, die nach innen übertragen werden, oder Vibrationen irgendwo von irgendwelchen Trägern. Das wurde so gut es geht vermieden. Die Frontscheibe besteht aus Akustikglas. Auf Wunsch können auch die Seitenscheiben aus Akustikglas bestehen. Und auf der Autobahn, klar, kriegt man mit ein leichtes Windrauschen. Da ist kein Motor, der das übertönt, also kriegt man es mit. Aber es ist sehr gedämpft, es ist sehr ruhig. Also es ist ein sehr angenehmes Fahr- und damit auch Reisegefühl. Und dieser Wagen ist wirklich ein Familienauto. Es ist ausreichend Platz für 4 Leute. Man hat sehr viel Kopf- und Beinfreiheit. Ich habe meinen Sitz jetzt ziemlich weit hinten und trotzdem kann noch gut hinter mir jemand sitzen. Unten im Fußraum ist kein Tunnel, da hat man also genug Beinfreiheit. Die hintere Bank ist ein bisschen höher, ein paar Zentimeter. Und trotzdem hat man genug Kopffreiheit und guckt auch nicht gegen ein Dachholm, sondern man guckt raus. Also das ist toll gelöst hier. Und ich finde von der Form her, der Sportback ist ja eh die schönere Variante, sieht der Wagen auch noch extrem gut aus und ist dadurch, dass er Kompaktklasse ist, also auch noch eine Nummer kleiner. Und man hat auf einer Autobahn, in einer Baustelle, oder hier rolle ich gerade über eine Brücke, wo eine Baustelle ist, oder linke Spur, Baustelle auf Autobahn, da werde ich ja manchmal schon mit einem großen Auto, mit einem großen Suff ein bisschen nervös. Mit dem hier überhaupt kein Problem. Fühle ich mich da sehr gut, also sehr sicher platziert auf der Spur. So, Top-Tempo hier drin sind 180 km/h im 50er-Modell. Die anderen beiden sind bei 160 abgeregelt. Die Beschleunigungswerte blende ich nochmal ein. So, bei den Verbrauchswerten sind die beiden Modelle 35 und 40 so ungefähr bei 19, und ein bisschen. Und hier der Quattro bei 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist der WLTP-Wert. Das heißt, in der Praxis wird er etwas darüber liegen. Ja, gerade wenn man dann auch noch Dinge transportiert, man kann nämlich beispielsweise eine Dachbox maximal 75 Kilo montieren. Ja, es gibt eine Anhängerkupplung optional. 35er und 40er e-tron können 1000 Kilo ziehen und der hier kann 1200 Kilo ziehen. Stützlast wird mit 75 Kilo angegeben, also das ist ja wesentlich für Leute, die so einen Fahrradaufsatz da montieren möchten. Ja, kommen wir mal zur Reichweite. Die höchste Reichweite ist 534 Kilometer. Das hat das mittlere Modell, also das 40er, weil nur ein Antrieb und die große Batterie. Der Quattro mit beiden Motoren, die natürlich dann beide Energie haben wollen, ist die Reichweite da nicht ganz so groß. Also man hat die Wahl dann zwischen zwei Batteriegrößen. Die kleine hat 55 Kilowattstunden brutto, das sind dann 52 nutzbar. Die große hat 82 Kilowattstunden brutto und dann sind 76,7 Kilowattstunden nutzbar. Also die Batterie wird hier auch gekühlt. Also es gibt eine Bodenplatte, die Wärme ableitet, und es gibt einen Flüssigkeitskreislauf, der die Batterie kühlt oder umgekehrt erwärmt. Also im Winter ist es ja eher erwärmen. Denn so eine Batterie hat es ja ganz gern kuschelig warm. Die fühlt sich also wohl bei 25 bis 35 Grad. Und das passiert hier über einen Kühlkreislauf. Und wenn das Auto weiß, ich fahre jetzt zu einer Ladestation, dann kann dieser Kühlkreislauf entsprechend die Batterie schon mal temperieren und auch auf Temperatur bringen, weil maximale Ladeleistung wird man natürlich nur erreichen, A, wenn die Batterie möglichst leer ist, und B, sie vorgewärmt ist und auch in diesem Temperaturfenster liegt. Ansonsten wird man die 120 kW, die hier technisch möglich sind,
Produkte einer Praxis nur selten sehen und nur kurze Zeit sehen. Aber Audis Ladekurve hat sich ja wirklich positiv entwickelt. Also das ist mir nochmal im e-tron Sportback, im großen Test, aufgefallen, dass sie da nachgebessert haben und länger die maximale Ladeleistung gehalten wird. Optional wird auch eine Wärmepumpe angeboten, also wer im Winter nicht Reichweite verlieren will, weil er mit der Energie aus der Hauptbatterie den Innenraum heizt, der sollte sich für eine Wärmepumpe entscheiden. Die funktioniert ja wie ein Kühlschrank, also umgekehrter Kühlschrank. Der Kühlschrank entzieht ja der Luft im Innenraum Energie und Wärme, leitet die nach außen und hinten das schwarze Gitter ist dann warm. Und hier ist das umgekehrte Funktionsprinzip mit unter Druck gesetztem gasförmigen CO2. Und zwar wird Wärme aus der Luft, die so die elektrischen Bauteile, den Motor umwehen oder beziehungsweise auch der Außenluft, wird diese Wärme, diese Energie genommen, genutzt, um den Innenraum zu heizen. Und dann muss nicht mehr so viel Energie aus der Hauptbatterie genommen werden, um das hier auf gemütliche 21 Grad im Winter zu kriegen. Und das schont dann natürlich die Reichweite. Und dann gibt es ja die Audi e-tron Charging Karte dazu. Die umfasst mittlerweile 230.000 Ladepunkte in 26 europäischen Ländern. Das ist ja schon eine super Abdeckung. Darunter sind 4.400 HPC-Ladepunkte, also High Power Charging, Ladeleistung von über 100 kW an der Säule. Das ist natürlich schon sehr vorteilhaft. Ja, und diese Karte kommt für dann Audi-Kunden im ersten Jahr ohne Grundgebühr. Und man bezahlt bei Ionity, an denen Audi ja beteiligt ist, 31 Cent pro Kilowattstunde beim Laden. Das ist ein super Preis. Alle anderen Säulen werden abgerechnet mit 39 Cent für AC, also Wechselstromladen, 49 Cent für Gleichstromladen. Und wenn man länger als 3 Stunden stehen bleibt, wird auch noch eine Zeitkomponente berechnet, 10 Cent pro Minute. So, und im zweiten Jahr muss man sich dann entscheiden. Dann kosten die Karten Gebühren und der Transitpreis ist 17,95 pro Monat. Wer nun sagt, okay, also ich lade so selten an der Schnellladesäule und schon gar nicht Ionity, sondern nur zu Hause an meiner Wallbox und unterwegs mal ab und zu, für den wäre der City-Tarif besser. Der kostet 4,95. AC- und DC-Preise sind genauso, Zeitkomponente ist genauso. Und wenn man dann doch mal möchte, kann man natürlich an die Ionity-Ladesäulen fahren und dann kostet die Kilowattstunde 79 Cent. So, kleiner Ladestopp am Rande von Deutschland. Ja, früher hieß es letzte Tankstelle vor der Autobahn. Hier muss es heißen letzte Ladesäule vor Dänemark. Ich stehe im Hafen Puttgarden auf Fehmarn und neben mir verlässt gerade die Hybridfähre den Hafen Richtung Rødby. So, der Wagen lädt mit 11 kW am Wechselstromanschluss, dreiphasig. Der CCS-Stecker ist leider vom Nachbarn belegt. Da könnte er mit 125 kW laden. Gut, nicht an dieser Säule, an diesem Triple Charger, aber an der entsprechenden HPC-Säule. Das können der Q4 e-tron 40 und 50. Der 35er lädt ein bisschen langsamer und zwar mit 7,2 kW einphasig am Wechselstromanschluss und bis zu 100 kW am DC am Gleichstromanschluss. Ja, da spiegelt sich der günstigere Preis natürlich auch wieder in der geringeren Ladeleistung. Ja, so, ich bin froh, dass ich hier mit dem Wind im Hafen mein Hoodie anhabe. Und falls sich schon mal jemand von euch gefragt hat, Mensch, was hat der Dirk da für tolle Sachen an? Und auch dieses tolle T-Shirt, das sieht ja super aus. Kann ich das auch tragen? Ja, könnt ihr. Ich bin mittlerweile Partner von Im Herzen Grün, einem Merchandising-Shop für Bekleidung. Und die legen sehr großen Wert auf Nachhaltigkeit. Also das sind Klamotten mit Bio-Siegel, zertifiziert, nachhaltig produziert, fair bezahlt. Die Tinte ist zertifiziert mit dem GOTS-Siegel. Und es wird einfach nicht alles vorproduziert, sondern wenn ihr was bestellt, wird es on-demand auf euren Wunsch hergestellt. Also keine große Ressourcenverschwendung, dass man Dinge hat, die hinterher weggeworfen werden müssen, sondern das, was ihr bestellt, wird hergestellt und verschickt. Und das Schöne ist bei Im Herzen Grün, ich binde den Link mal unten in der Videobeschreibung
Videobeschreibung ein, dass ihr nicht nur meine Drehmoment-Kleidung, also Hoodies, Shirts, Taschen dort findet, sondern auch von anderen YouTubern, die sich mit dem Thema Elektromobilität befassen. Zum Beispiel ist Robin auch mit dabei von Robin TV oder auch Oliver von 163 Grad. Ich würde sagen, schaut doch mal vorbei, ob für euch das passende Kleidungsstück dabei ist. So, ich gucke jetzt mal, ob ich genug Energie habe, um wieder von der Insel zu kommen. Ich habe an meinem Lenkrad Touch-Elemente, das sind keine Knöpfe, trotzdem haptische Elemente drauf, sodass ich fühle, ohne hinzugucken, wo ich jetzt gerade bin und wo ich gerade drauf drücke. Die sind auch beleuchtet, die Elemente. Also das findet man sehr schnell und kommt klar, sehr schnell mit klar. Sehr schön finde ich halt auch das abgeflachte Lenkrad, was einen sehr sportlichen Eindruck macht. Oben abgeflacht, sodass ich mehr Sichtfeld nach vorne habe. Unten das abgeflachte ist schön fürs Bein. Beim Ein- und Aussteigen stößt man halt nicht mit den Knien gegen das Lenkrad. Also stauraumtechnisch toll. Das ist ein kapazitives Lenkrad. Also das spürt, ob Haut sozusagen es berührt. Und da sagen die Ingenieure auch, da ist echtes Leder eigentlich noch am besten, weil das diese Information, ob eine Hand oder ein Finger am Lenkrad es überträgt. Ja, bei der Innenausstattung hat man die Wahl. Man kann natürlich noch ganz klassisch Leder haben. Es gibt aber auch Kunstleder und Mikrofaser. Kombi und Audi bietet eine neue Faser, die Dynamica heißt und zu 46% aus recycelten Materialien besteht. Also in so einem Sitz sind dann hier 26 PET-Flaschen, diese 1,5 Liter Flaschen, recycelt worden und daraus ist ein Garn gemacht worden und dann ist dieser Bezug gewebt worden und auch in den Bodenmatten, Teppichen ist sehr viel Recyclingmaterial. Audi geht dieses Thema Nachhaltigkeit da sehr ernsthaft an, weil man hat natürlich immer wieder die Diskussion, wie nachhaltig, wie umweltfreundlich sind E-Autos. Und so ein Auto soll ja möglichst mit einem sehr kleinen CO2-Rucksack ausgeliefert werden und beim Kunden starten. Und Audi sagt, wir liefern die Wagen bilanziell CO2-neutral aus. Ja, was bedeutet das jetzt? Also zum einen in der Produktion in Zwickau wird zu 100% grüner Strom, Ökostrom verwendet. Und Audi verpflichtet auch seine Lieferanten der Batteriezellen, dass sie in der Produktion, in der Herstellung der Batteriezellen Ökostrom, ausschließlich Ökostrom verwenden. Und das senkt schon mal ganz radikal den CO2-Fußabdruck einer Batterie, weil die meiste Energie ja bei der Herstellung der Zellen, bei der Beschichtung der Folie und Verarbeitung zu Zellen passiert. Und das kann man schon mal stark senken, indem man Ökostrom verwendet. Und da, wo sie nicht auf CO2 verzichten können, da kompensieren sie. Also da haben sie zertifizierte Partner, die dann halt irgendwo aufforsten in der Welt oder andere Dinge machen, um den CO2-Ausstoß zu kompensieren. Ja, so ein Autohersteller möchte ja nicht irgendwie über Jahre und immer wieder diese Diskussion führen, wie nachhaltig und umweltfreundlich ist so eine Batterie. Ich habe da natürlich auch eine klare Position zu. Also man kann in dem Produktionsprozess der Batterie das schon mal den Fußabdruck stark senken durch Ökostrom. Und so eine Batterie, diese Materialien, die sind ja nicht im einmaligen Einsatz, sondern also erstmal wird so eine Batterie noch im zweiten Leben als stationäre Batterie genutzt und geht dann in Recycling. Und das heißt, dass diese Rohstoffe ja nicht einfach weggeworfen werden, sondern die sind viel zu wertvoll, dass man das Lithium, Nickel, Kobalt wiedergewinnt und wieder in den Produktionsprozess zurückfließen lässt, um dann wieder neue Batterien zu machen oder in anderen chemischen Produkten das zu gebrauchen, weil sonst würden wir diesen Hochlauf der Elektromobilität ja nie hinkriegen mit den Rohstoffen, die wir brauchen. Und Volkswagen-Konzern baut ja in Salzgitter eine große Batteriefertigung, als auch natürlich eine Recyclinganlage. Die werden das alles in Eigenregie machen. Der Wagen kommt mit LED-Licht, optional gibt es LED-Matrix-Licht. Und man hat beim Tagfahrlicht, also das Thema Licht ist ja bei Audi ein relativ wichtiges, großes, gibt es vier verschiedene Signaturen, die man auswählen kann, um das Tagfahrlicht einzuschalten. Und es soll dann halt demjenigen, der da von vorne kommt, signalisieren, guck, das ist ein Audi. Das ist auch beim Hecklicht natürlich so, das ist ein sehr
markentypische Beleuchtung. Man erkennt relativ gut im Dunkeln, ah, da fährt ein Audi oder ein e-tron. Da legt Audi großen Wert drauf. Beim Soundsystem setzt Audi erstmals auf Sonos, US-Anbieter, der ja eigentlich eher so für kabellose Heimlautsprecher bekannt ist, für Streaming-Medien. Und ja, gibt es noch keine Verbindung zur App irgendwie, irgendwas Besonderes, sondern man hat einfach nur diese Lautsprecher hier eingebaut, 10 Stück an der Zahl, 580 Watt Leistung beim Soundsystem und es hört sich toll an, keine Frage. Ich nutze ja meistens CarPlay und dann Spotify als Streaming-Dienst und das ist eine perfekte Kombi, wenn man die entsprechende Datenverbindung, einen entsprechenden Empfang hat, um seine Musik oder seine Hörbücher zu hören. Das macht einen echt guten Eindruck. Aber das Thema Dämpfung des Innenraums kommt noch woanders zum Tragen. Ich hatte bei Telefonaten den Fall, dass der Angerufene sagte, was, du bist im Auto, das hört man gar nicht. Also es ist ein sehr klarer, brillanter Klang, wenn man telefoniert. Für denjenigen, den man anruft, man selber versteht auch super. Also die Freisprecheinrichtung hier drin ist auch sehr gut gelöst und umgesetzt und profitiert halt von dieser Dämmung des Innenraums. Dieser Wagen hat auch ein Sportfahrwerk, was im Dynamikpaket auch dabei ist. Und zwar liegt die Karosserie dann 15 mm tiefer. Und Teil des Dynamikpakets ist auch eine Progressivlenkung. Also je stärker ich eine Lenkbewegung hier am Lenkrad mache, umso stärker schlagen auch die Räder ein oder reagieren die Räder. Das heißt, wenn ich ganz doll einschlage, weiß der Wagen, ich möchte vermutlich wenden und hilft mir dabei. Der Wendekreis liegt bei 10,2 Metern. Und das war jetzt hier in der Praxis beim Wenden gefühlt wirklich sehr knapp und gut. Da kam man überall gut rum. So, und was noch dazu gehört, ist eine Dämpferregelung beim Dynamikpaket. Und zwar ein Steuergerät überprüft alle 5 Millisekunden die Fahrsituation und passt dann die Dämpfer, die Stoßdämpfer an und passt den Ölfluss durch die Dämpfer an. Also das heißt, wenn ich auf der Autobahn relativ flott unterwegs bin und die ist ein bisschen schlecht, die Autobahn, dann wird es eine sehr weiche Dämpfung, wird sehr angenehm federt ein wenig. Wenn ich aber auf einer schönen kurvigen Landstraße unterwegs bin und ein bisschen schneller fahre, dann wird härter gefedert und ich habe wirklich ein sportliches Gefühl da, um knackig um die Kurven zu kommen. Das macht der Wagen wirklich ganz hervorragend. Was ich schön finde beim Gangwahl ist, das ist ja so ein Schiebeknopf und man muss in der Mitte über N hinweg. Also es gibt R für rückwärts, N für neutral, D und B für die als Fahrwahl und man muss über N hinweg und das ist aber eine Bewegung. Also man kann wirklich ganz schnell in den Rückwärtsgang und ganz schnell zurück in Fahrmodus. Das fand ich beim Polestar ein bisschen schwierig. Da musste man ja auch immer zweimal schalten, um über N hinwegzukommen. Es waren zwei Drückbewegungen. Hier bei diesem Schieber ist es gefühlt nur eine. Das macht die Sache, wenn man in mehreren Zügen wenden muss und schnell die Gänge wechseln will, macht das das sehr einfach. Also ich habe den e-tron das erste Mal im Herbst 2019 getestet. Aber so war durchwachsen und hatte jetzt noch mal Anfang 2021 den e-tron Sportback Advanced 55. Genau. Also große Motoren, große Leistung. Und da muss ich aber sagen, also Riesenfortschritte, was das Handling, Konnektivität, prädiktives Fahren angeht. Also da hat Audi wirklich die Zeit genutzt. Es ist immer noch nicht das energieeffizienteste Auto, das ist ein anderes Thema, aber da wurden Riesenfortschritte gemacht. Aber was mir aufgefallen ist, ich bewege mich ja vorwiegend in Hamburg und für die Stadt war mir der Wagen einfach eine Nummer zu groß. Also der ist ja 4,90 Meter, der hier ist 4,60 Meter. Das finde ich schon irgendwie deutlich handlicher, wenn es um das Thema Parken geht. Also bei uns im Wohnviertel ist es so, da parken wir quer zur Fahrbahn und vorne ist dann der Fußweg und hinter mir fahren die Radfahrer lang. Und mit dem großen e-tron war ich einem von beiden immer ein Stück irgendwie gefühlt im Weg, was ich ja nicht will. Aber das ließ sich irgendwie nicht so richtig vermeiden. Und von daher finde ich eigentlich hier diese Kompaktklasse für mich viel, viel besser. Also der Sportback sieht genauso toll aus, ist aber einfach eine Nummer kleiner. Bin gespannt, wie der Wagen angenommen wird, weil das ist jetzt dann nun wirklich konzipiert für große Stückzahlen, für den Massenmarkt. Der Wagen ist erschwinglich, er ist förderfähig durch den Umweltbonus der BAFA und ist ein deutlich günstigerer Einstieg in die Elektromobilität als mit dem klassischen e-tron.
wo man ja ganz schnell jenseits der 80.000 bis zu 100.000 Euro ist, je nachdem, was man da noch an Optionen reinpackt. Und hier geht es halt los bei knapp über 42.000 Euro. Das ist schon ein Riesenunterschied. Man kriegt aber trotzdem die Verarbeitungsqualität von Audi. Es ist alles sehr, sehr, sehr hochwertig, gut verarbeitet, macht einen stimmigen Eindruck. Und natürlich die ganzen technischen Dinge, die ich beschrieben habe, die funktionieren, machen sehr positiven Eindruck. Also dieser Claim Vorsprung durch Technik, habe ich den Eindruck, wird bei Audi immer noch gelebt. Und gerade jetzt auch beim Thema Elektromobilität. Und Audi als Hersteller macht auch auf mich den Eindruck, dass sie das wirklich ernst meinen und auch wirklich wollen. Gibt ja noch andere deutsche Hersteller, wo man so ein bisschen vielleicht Zweifel haben könnte, wie ernst sie es meinen. Aber hier wird das wirklich gelebt und macht Spaß. Und ich finde es toll, dass so eine tolle Technik wie dieser Augmented Reality Head-Up-Display, was ja eigentlich sonst der Oberklasse erstmal vorbehalten wäre, in einem Kompaktsegment als erstes reinkommt. Zurück von meiner Tagestour. Ja, was ist das Fazit zum Audi Q4 e-tron? Ein tolles, gelungenes Auto. Ich finde, es ist ein großartiger Start in den Massenmarkt für Audi. Die haben da extrem nachgelegt, gerade wenn ich an meine Erfahrungen mit dem ersten e-tron 2019 da denke, an den zuletzt getesteten e-tron Sportback 55 Advanced und jetzt hier diese etwas kompaktere Version. Das macht schon extrem guten Eindruck. Und noch besseren Eindruck hat auf mich das Augmented Reality Head-Up-Display gemacht. Ich bin ja sehr technikverliebt, habe das im Studio schon mal gesehen, konnte es mir noch nicht so recht vorstellen, wie es auf der Straße funktioniert, aber hier hat es mich wirklich überzeugt. Es ist eine wirklich nützliche, praktische Hilfe, wenn es darum geht, die richtige Straße zu finden, die man abbiegen muss oder aus dem Kreisverkehr die richtige Ausfahrt zu finden. Oder es gibt einem auch ein gutes Gefühl, ob der Assistent, der den Abstand hält, wirklich arbeitet und funktioniert. Und dieser prädiktive Assistent ist auch nochmal eine nächste Evolutionsstufe. Der also nicht nur die Sensoren nutzt, sondern sein gesamtes Wissen, was Kartenmaterial, was Tempolimits angeht, die er schon vorhersieht und schon weiß, das kommt erst in einem halben Kilometer, der die Rekuperation regelt. Also dieses gesamte Paket macht einen extrem runden Eindruck und es fühlt sich nicht an wie ein Level 2 Assistent, sondern mindestens wie Level 3 oder fast schon Level 4. Ja, ihr hört, ich bin begeistert. Beim Verbrauch, sagt mein Kurzzeitspeicher, habe ich heute 21 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht. Das ist nur ganz knapp über dem Wert, dem WLTP-Wert. Aber bei so einer Tagestour ist das nicht wirklich aussagekräftig. Da würde ich nicht zu viel drauf geben. Ja, ein nettes Feature ist noch beim Aussteigen, sagt die Dame dann immer, ihr Handy liegt noch im Fahrzeug oder so ähnlich. Erinnert mich immer daran, das mit rauszunehmen. Das finde ich auch eine super praktische Hilfe. Das könnte sie gerne auch noch bei anderen Dingen machen, die ich in meinem Auto liegen lasse. Das war mein kurzer Tagestest vom Audi Q4 e-tron Sportback. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen über einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Und falls ihr es noch nicht habt, über ein Abo meines Kanals Drehmoment. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Gefilmt.